wirklich ganz neu. Ein Genugprogramm zur Motivation. Wie gesagt, wenn der Mitarbeiter kommt und Veränderungsbereitschaft hat, wenn er an irgendetwas was verändern möchte, wenn er irgendetwas, an irgendetwas arbeiten möchte. Das Ganze nennt sich Instant Influence. Instant Kaffee, also sofort Kaffee, ja, und Instant Influence, sofort Einfluss nehmen. Und die haben das mit langer Forschungsarbeit gemacht, das überprüft. Lest die gerade mal vor, aber Sie sollen gleich auch mit diesen Fragen arbeiten. Also zum Beispiel die erste Frage, warum könnten Sie sich ändern wollen? Man muss sich aber genau an diesem Wort aufhalten, das ist ganz wichtig. Warum könnten Sie sich ändern wollen? Die zweite Frage, wie groß ist Ihre Bereitschaft, sich zu ändern auf einer Skala von 1 bis 10? 1 überhaupt nicht und 10 vollkommen bereit. Dritte Frage, warum haben Sie keine kleinere Zahl genommen? Falls jemand eine 1 genommen hat, was ja möglich ist dann, was wäre nötig gewesen, um aus dieser 1 eine 2 werden zu lassen? Vierte Frage, stellen Sie sich vor, Sie hätten sich verändert. Was wären die positiven Resultate? Fünftens, warum sind Ihnen diese Resultate wichtig? Und sechstens, was ist, wenn überhaupt, der nächste Schritt? Ja, sind relativ simple Fragen, denke ich mal, wenn man die erstmal so hört. Aber wichtig ist, dass man sich darauf einlässt. Ihre Aufgabe ist es jetzt, dass jeder mal diese Fragen zu spüren bekommt. Und zwar, möchte schon lange jemand aufhören zu rauchen? Ist jemand hier im Raum? Nicht der Fall. Irgendetwas anderes, eine schlechte Angewohnheit, die Sie sich vielleicht abgewöhnen wollen? Oder erinnern Sie sich, Sie wollten regelmäßiger mit den Mitarbeitern sprechen? Ja, Und so, also irgendeinen Punkt, was Sie sich vielleicht schon lange vorgenommen haben, was Sie verändern möchten, und dass Sie das ansprechen. Jeder sollte für sich so einen Punkt finden. Und jemand anders von Ihnen, der stellt denjenigen genau diese Frage. Also für mich persönlich funktioniert das super. Für mich ist es wieder ein Stück weit ein Puzzleteil, was ich auch mal dazu nehmen kann in bestimmten Mitarbeitergesprächen oder Situationen. Also die erste Frage wirkt schon sehr zum Nachdenken an. Das ist so, was ich für mich mitnehme, ja, dass diese erste Frage so bewusst auch gestellt, so mal noch mehr nachzudenken. Ja. Und das hat sich dann schon sehr, sehr eng umrissen und auch sehr zielführend. Hier wichtig ist, dass keinerlei Druck aufgebaut wird. Deutlich zu machen und klar zu machen, das ist deine Sache. Das ist deine Entscheidung. Du bist derjenige, der das hier in der Hand hat. Ich würde mich freuen und würde mir wünschen, wenn wir das vielleicht demnächst mal ausprobieren, der eine oder andere. Wenn wir da vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir uns im Oktober dann sehen, den einen oder anderen Erfahrungsbericht vielleicht da auch kämen. Das fände ich super.